Nach 7 Monaten und einem Tag genau ist es endlich wieder soweit. Wir stehen hier in der Farmpur Eis Arena zu einem Ligaspiel in der Bayernliga. Die heutige Begegnung lautet EHC Königsbrunn gegen die Ulmer Devils. Schöner Move! Jetzt die Unterzahl! Shorthander! Stefan Feis bleibt unerschrocken. Aber es stimmt, ja, Valentin, der glänzt gerne mal mit seiner und wieder so eine Larifari-Situation hinten in der Defensive. Da muss Königsbrunn aufpassen. Aber jetzt muss Ulmer aufpassen. 2-1 Sternhager schießt das Tor! Er eröffnet die Saison in der Farmpur Eis Arena. Die Nummer 6, der Top-Torschütze des EHC Königsbrunn. Mit dem 1:0 durch das sogenannte Five-Foul von David Heckenberger. Und damit 1:0 für den zweifachen bayerischen Meister. Schön ausgespielt. In Überzahl. Genau. Tatsächlich. Und haben wir es doch gesehen? Ja, genau. Und jetzt hier sehen wir es. Sinek. Nochmal Sinek. Wieder mal ist Heckis Schulter. Das ist ein schöner Querpass, ein doppelter Pass. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Zieht ab. Stefan Feis mit einer Glanzparade. Jetzt ist Yannick Kischer wieder zurück. Jetzt die Chance vielleicht aufs lange Eck vorbei. Jetzt von der Strafbank auf eine Top-Gelegenheit. Yannick Kischer verzieht am kurzen Eck. Und jetzt flutscht der Puck durch, 2-1, wenn schnell geht's. Felix Anwander ist da und Heckenberger legt die Hand drauf. Auch im Powerplay. Jetzt hier kommt er von links. Block von Philipp Wirtz. Zwingt ihn ja fast. Und jetzt war es ein Fehlpass. Dominik Sinek, jetzt mit die Riesengelegenheit. Und war es ein Safe von Stefan Weiß. Und die Chance ist immer noch nicht vereitelt. Ich schreibe weiterhin frei. Da fehlen mir die Worte. Schon wieder Riesengelegenheit. Was passiert denn hier in diesem Spiel? Jetzt 2-1. Döring auf der anderen Seite ist Marc Sternheimer dabei. Döring klickt quer und Sternheimer verzieht. Jetzt Marc Sternheimer. Wenn nicht jetzt, wann dann, möge man den Brunstädtern hinzurufen. Trapp, ein zweites Mal und Tor! Die Scheibe rutscht irgendwie unterm Arm von David Heckenberger durch. Nachdem Hayden Trapp zunächst an der Defensive scheitert, kriegt er nochmal ein zweites Mal die Gelegenheit und dann klingelt es ein zweites Mal. Hier sehen wir es nochmal. Pass hoch. Ja, und hier der erste Block. Überzahl. Und dann rutscht er durch. Unglücklich für David Heckenberger. Stockhandseite. Der US-Amerikaner. Ganz knapp. Er war dran. Das ist jetzt die dritte Überzahlsituation für Ulm. 3 hat es für Königsburg gegeben und Tor ist Shepherds. Da ist es drin. Schöner Querpass. 12 Sekunden hat es gedauert. Stefan Rodriguez mit dem 2:1. Wir sehen es genau jetzt. Schöne Übersicht. Königsbrunn vielleicht leicht zu stark an der Scheibe orientiert. Und Stefan Feis kommt da nicht rechtzeitig rüber geslidet in die andere Ecke. Das Tor steht sehr frei. One-Timer. Schön gemacht. Gefährlicher Puckverlust hier schon wieder. Louis Erbrich im Nachschuss. Scheibe weiter frei. Spiel war noch nicht freigegeben, sonst hätte es eine glasklare Chance gegeben. Und jetzt eine glasklare Chance für die Ulmer Devils. Zu hoher Pass, Laufduell. Sternheimer ist dabei, 2-1 Situation. Macht das selber. Schöner Pass, Shorthander Nummer 3. EHC Königsbrunn mit dem 3:1. Ja, bist du irre. Sie machen das Bild aus dem letzten Jahr wieder komplett. Damit haben sie wieder die meisten Shorthänder in der Bayernliga. Später Pass hier von Markus Sternheimer. Ich hätte zuerst gedacht, der knipst selber. Hier hätte ich mit dem Schuss gerechnet. Und dann kommt der Pass einfach nur noch perfekt auf die Kelle des letzten Toms Prokopovic. 30 Sekunden noch für die Devils. Schon und wieder der absolut harter. Je nachdem, aus welcher Seite man das Spiel betrachtet, jetzt die Chance. Und es ist wieder Stefan Feis. Ulm geht hier mit alles oder nichts Einstellung rein. Ganz genau so ist es. Jetzt Tor und es scheppert. 50 Sekunden vor Ende des Spiels. Und sie verkürzen auf 3:2. Und wir haben den Bayernliga-Krimi, den wir von Anfang an sehen wollten. Und es ist Stefan Rodriguez. 46 Sekunden.
die künstliche Überzahl jetzt ausgenutzt. Wir sehen es hier, da hebt sogar die Flasche von Stefan Faiss ab. Jetzt wird es doch noch mal ein wenig heiß in der Farmport Ice Arena. Am Bullypunkt möchte ich nicht stehen. Und das gewinnt Königsbrunn und macht nicht das Tor, aber nein. Die Zeit ist abgelaufen. Königsbrunn gewinnt mit 3:2 nach 60 Minuten. Und was war das für ein Spiel?